Freunde der Nacht, da bin ich wieder. Und ja, hatte jemand geschrieben, kannst du nicht mal die 10 Hemmschi-Gebote machen für Beziehungen? Und ja, dachte ich, ist eine gute Idee. Also grundsätzliche Gebote für Dating-Beziehungen und Liebe. Wenn du mich noch nicht kennst, genau. Ich bin Diplompsychologe, Paartherapeut seit 150 Jahren. Und ja, mein Material und alle meine hervorragenden Kurse findest du auf liebeschipp.de. Gerade geht übrigens los die Selbstliebe-Challenge Advanced. Kann man auch mit einsteigen, wenn man ein bisschen mutig ist. Und diese Woche haben wir jetzt auch die Wohlfühl-Challenge. Genau, also es sind 17 Gebote geworden. Gucken, vielleicht erweitere ich die auch nochmal. Aber gut, habe ich gestern Abend mal zusammengeschrieben. Also, das erste Gebot ist, der Urzustand einer Beziehung ist das Date und nicht Gelaber über Dates. Also, wenn du mit jemandem eine Beziehung anfangen willst, dann musst du ihn daten. Das heißt, so monatelange Schreiben über WhatsApp oder FaceTime oder ich weiß nicht was, zählt einfach nicht. Ne? Es zählt wirklich nur die Zeit, die du zusammen verbracht hast. Auch was vor dem Date passiert, zählt nicht. Es, auch wenn du in einer Beziehung bist, dich immer nur um Kinder, Hund und was weiß ich was drehst. Also der Urzustand der Beziehung ist das Date, egal wie lange du zusammen bist. Natürlich kann man nicht immer in diesem 24-7 diesen Zustand sein, schon klar. Und auch, dass dieses Date wirklich stattfindet, ne? Nicht, dass es immer wieder verschoben wird und alle möglichen Probleme auftreten. Das natürlich auch nicht. Zweites Gebot. Wenn du dein Liebeschip umprogrammierst, halte dich fern von Freundschaft plus falschen platonischen Freundschaften, also wenn du auf jemanden stehst und der will mit dir platonisch befreundet sein, Mingles, also diese Zwischenform zwischen Single und Beziehung, Polyamorie und so weiter. Das heißt nicht, dass das grundsätzlich für jeden falsch ist, sondern es ist einfach, wenn man sich aus Liebessucht rausentwickeln will, Liebeschip umprogrammieren will, sind das gute Tipps. Mag natürlich Leute geben, die mit diesen Beziehungsformen überhaupt keine Probleme haben. Und wenn du in einer Beziehung bist, kannst du natürlich auch manchmal platonisch befreundet sein. Aber tatsächlich bin ich da sehr streng. Wenn du da am Umprogrammieren bist, würde ich mich von all diesen Sachen fernhalten. Drittes Gebot. Geheime Dreiecke sind immer ein No-Go. Keine Dreiecke. Ja, muss ich glaube ich nichts zu sagen. Viertes Gebot, es ist besser, ehrenvoll Single zu sein, als in einer scheiß Beziehung. Ja, das denke ich auch evident. Fünftens, liebessüchtige Beziehungen sind immer zum Scheitern verurteilt. Lass sie los. Was ist eine liebessüchtige Beziehung? Ja, wenn du dich liebessüchtig fühlst zu jemandem, ne? Wenn du der dein Gegenüber, beziehungsweise das Gegenüber, was nie da ist, zu einer Droge geworden ist und dich deine ganzen Gedanken drum kreisen, ist es doomed, die Beziehung. Sechstens, wenn Dealbreaker passieren oder du deine Standards nicht erreichst, ist es die falsche Beziehung. Wenn du dich fragst, was Standards und Dealbreaker sind, Buchmodul 1, mein absoluter Basiskurs, meistverkauft, Umprogrammierung des Liebeschips auf liebeschip.de. Siebtens, wenn Menschen dich nicht mehr wollen, lauf ihnen keine Sekunde nach, auch keine Zehntelsekunde, dreh dich um, ärger dich nicht, idealerweise sag alles klar, wunderbar, okay, zack, wo ist die nächste Gelegenheit für mich oder ich werde jetzt erstmal Single bleiben, aber lauf ihnen keine Sekunde nach. Wenn die ihre Meinung ändern, werden sie schon melden. Ne? Achtens, das Attraktivste, was es gibt, ist Selbstliebe. Menschen, die sich selbst lieben, haben immer so eine Grundattraktivität. Neuntens, halte dich von allen Arten von Extremen fern. Also das können sein extreme Diäten, also auch vor allen Dingen, wenn dein Liebeschip umprogrammierst, extremer Konsum von irgendwas, extremer P-Konsum, extreme Meinungen, extreme Gruppierungen, extreme Communities, ja, versuch in der Mitte zu bleiben. Zehntens, setze dich mit männlicher und weiblicher Polarität auseinander oder ob du das Yin und Yang Polarität nennst oder Chinky Chunky und Chonky Chinky Polarität, ist mir wurscht. Betrifft alle, betrifft
meiner Ansicht nach auch queere Menschen, all das ist, wenn du sexuelle Chemie haben willst, musst du in der Beziehung oder im Date, musst du dich in Polarität auseinandersetzen und kannst es nicht einfach ignorieren und sagen, es gibt's nicht, dann darfst du dich nicht wundern, wenn alles Mögliche nicht läuft. Elftens, date möglichst wenig online. Ich will jetzt nicht sagen, dass man es gar nicht machen sollte oder haben auch wieder welche geschrieben, die jetzt online zusammengekommen sind. Alles gut, aber ich würde es versuchen, offline wichtiger zu nehmen, auf jeden Fall. Zwölftens, wenn du immer wieder frustrierende Erfahrungen machst, überlege, ob du wirklich weißt, was du willst. Vielleicht willst du ja gar keine feste Beziehung oder vielleicht willst du gar nicht so viel Nähe haben, wenn man sich immer wieder Bindungsängstler holt. Vielleicht will man gar nicht so viel Nähe haben in einer Beziehung. Da muss man sich damit mal auseinandersetzen. 13. Null Kontakt ist das beste Gegengift gegen Liebeskummer. Null bedeutet dabei 0,000 und nicht 2% Kontakt oder irgendwie sowas. 14. Ein bis zwei Chancen pro Mensch und Leben sollten reichen. Also gibt Menschen nicht immer wieder neue Chancen. Also damit meine ich natürlich jetzt nicht, wenn jemand mal die Milch vergessen hat oder so, sondern wenn es um wirklich wichtige Dinge geht, so. Ja. 15. Versuche optimistisch zu bleiben und nimm nichts so ernst. Also das ist wirklich so ein Problem, wenn man auf die Welt guckt, dann kann man ja wirklich verzweifeln manchmal. Und ja, versuch es einfach locker zu sehen und es kann sich immer alles drehen, jeden Tag so. Ne? 16. Es gibt Milliarden potenzielle Partner für jeden. Seelenverwandtschaften sind in aller Regel Quatsch oder meistens. Zumindest so, wie das manche spirituelle Kanäle immer wieder darstellen und Leute reinziehen in diesen spirituellen Quatsch an der Stelle, muss man wirklich sagen, ne, dass irgend so ein toxischer Partner ein Seelenverwandter wäre. Ja. 17. Da sollte man wirklich drüber nachdenken. Das Ego hat mehr Tricks drauf als das innere Kind. Das lasse ich mal so stehen. Wenn ihr da mehr zu wissen wollt, guckt in mein Buch Neue Dimensionen der Liebe. Da ist ganz viel übers Ego und überhaupt grundsätzliche Fragen, warum wir immer wieder uns so verstricken, wo die Gesellschaft gerade so steht. Sehr geil. Ja, kommentiert gern, ob ich noch eurer Meinung nach irgendwas dazugehören sollte oder was ihr gut dran findet. Oder was ihr wiedererkennt, könnt mir auch gerne eine Kanalmitgliedschaft da lassen oder so ein, gibt ja diese Thanks hier unterm Video, freue ich mich sehr drüber und ich hoffe, wir sehen uns auch bald mal wieder beim YouTube Live. Jetzt hatten wir gerade so viel Besuch, so lange und, aber jetzt kriege ich mal wieder langsam Kopf frei. Ja, wir sehen uns bald wieder und vielen Dank fürs Zuschauen, ciao.